Herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Wie ihr vielleicht mitbekommen habt, wurden einige große Kanäle von YouTube vorübergehend gelöscht und gesperrt. Man fragt sich jetzt, was war der Grund? Denn es ist noch nicht richtig durchgedrungen, was jetzt nun der Grund war. Die einen reden von einem Bug, die anderen reden davon, dass YouTube jetzt durchgreift und wirklich diese Richtlinien, die sie mal entworfen haben, auch durchsetzt. Welche Richtlinien, fragen sich wahrscheinlich jetzt einige. Ich habe ja vor einigen Monaten schon ein Video dazu gemacht, dass YouTube seine Richtlinien verschärft hat. Diese Richtlinien waren allerdings schon immer vorhanden, nur war das scheißegal ab einer gewissen Größe und niemand hat sich daran wirklich gehalten. Es war vollkommen egal, ob das Zitatrecht wirklich richtig angewandt wurde oder ob und welche pornografischen Inhalte im Video sind. Hauptsache, der Kanal war groß und dann konnte man eigentlich bislang machen, was man wollte auf YouTube. Das scheint sich jetzt allerdings zu ändern. Bislang hatten Kanäle ab einer gewissen Größe sogenannte Narrenfreiheit auf YouTube und das finde ich uns kleinen YouTubern gegenüber wirklich unfair und daher finde ich das schon ganz gut, dass YouTube vielleicht ein wenig härter durchgreift, allerdings finde ich es falsch, einen Kanal gleich zu löschen. In dieser Woche waren ja Kanäle wie Made My Day und Kocho betroffen. Und Kocho hat sich in seinem Statement auch ziemlich traurig und nachdenklich gezeigt und ich kann das auch sehr gut nachvollziehen, dass einen das ziemlich unter Druck setzt, wenn ein Kanal plötzlich gelöscht wird, vor allem wenn man seine ganze Existenz auf diesem Kanal aufgebaut hat. Und er zeigt sich psychisch ziemlich angeschlagen und ich kann das ziemlich gut nachvollziehen, ich verlinke euch auch das Video unten mal. Und ich muss ganz offen sagen, eine Löschung eines Kanals finde ich daher vollkommen falsch. Man sollte da andere Strafen ranziehen, vielleicht eine Geldstrafe bei 3 Strikes, die dann auch sich anhand der Höhe der Einnahmen vielleicht auch richtet. Das wäre dann vielleicht fair. Oder auch vielleicht eine Sperrung der Monetarisierung für einen Monat. Das sind vielleicht Strafen, wo ich sage, das ist dann vielleicht noch gerechtfertigt und dann auch wirklich in Ordnung. Aber einen Kanal gleich zu löschen, das finde ich am Ende des Tages falsch. Ich denke, es steckt so viel Liebe und Arbeit in einem Kanal und auch Erinnerungen, die am Ende des Tages nicht gelöscht werden dürfen von YouTube, einfach mit einem Fingerschnipp. Also zumindest, wenn man jetzt nicht hardcore gegen gewisse Sachen verstößt. Also gewisse Kanäle, da könnte ich mir schon vorstellen, dass die auch mal gelöscht werden könnten von YouTube und da würde ich auch sagen, okay, das ist dann vielleicht auch gerechtfertigt am Ende des Tages, aber andere Kanäle, die vielleicht gegen das Urheberrecht vielleicht mal verstoßen, weil sie vielleicht keine Rechtsanwälte sind, das finde ich dann ein bisschen schwierig. Ich finde, da sollte es dann, wie gesagt, diese Geldstrafen geben oder vielleicht eine Sperrung der Monetarisierung und das ist dann auch vollkommen in Ordnung. Am Ende des Tages ist man ja selbstständig, wenn man YouTube hauptberuflich macht und ich möchte das eigentlich nicht, denn es ist schon ganz schön, mit einem Hobby Geld zu verdienen, aber ich möchte mich nicht von dieser Plattform hier abhängig machen. Von daher kann ich das sehr gut verstehen, was Kocho in seinem Statement auch gesagt hat. Man muss ja den Kanal sonst nicht feiern, aber dieses Statement war sehr ehrlich und das finde ich ziemlich cool. Was ist eure Meinung? Sollten Kanäle gelöscht werden gleich oder seid ihr auch für eine andere Bestrafung? Vielleicht diese Geldstrafen oder eine Sperrung der Monetarisierung für einen Monat oder vielleicht auch 2 Monate. Was sagt ihr? Schreibt eure Meinung gerne mal unten rein und ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen Tag und eine gute Nacht. Bis bald. Ciao, ciao.